ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang wurde 1934 von den Nationalsozialisten errichtet. Die rund 100 Hektar große Anlage symbolisiert die Staatsideologie des Nationalsozialismus, durch Erziehung und Indoktrination einen neuen deutschen Menschen zu schaffen. Die Anlage diente der NSDAP als Schulungsstätte für den Nachwuchs des NSDAP-Führungskaders. Seit 1989 stehen die Gebäude unter Denkmalschutz. Riesige Türme, Mauern, Sportanlagen sowie Unterkünfte für tausende Menschen wurden hier erschaffen. Die damaligen Funktionäre wie Hitler, Rommel aber auch Himmler haben diesen Ort besucht. Was meinst du, gleicht das Vorhaben dieser Anlage als Größenwahn oder war es seiner Zeit voraus?